Mit der Klostellung bei Mario begrüße ich euch zurück zu Super Mario 64. Und wir waren gerade in dem Wasserlevel. Haben gerade das Schiff an die Oberfläche gebracht. Und sollen jetzt den Aal aus dem Kanu herauslocken. Ja. Das Kanu, vermute ich mal, ist dieses Dingens, welches wir vorhin angeschwommen hatten. Und letztes Mal, nicht vorhin. Dieses komische Algengewächs, was da an der Wand war. Schauen wir doch mal, ob das korrekt war, das da vorne. Genau, da ist es. Beiß mich. Du willst es doch auch. Oh. Ja, ihr habt ja letztes Mal schon gesehen, dass dieser Aal verdammt viel abzieht. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, was diesen Kollegen angeht. Ich werde einfach mal an ihm vorbeischwimmen und hoffen, dass er mich nicht trifft. Oh. Und er hat mich volle Kanne erwischt. Münzen. Oh. Hat dieser A jetzt den Stern am... Er hat ihn an der Flosse hinten. Und die werden wir jetzt anschwimmen. Na, nicht die Flosse, aber den Stern hoffentlich. Komm zu Onkel. Komm zum Onkel. Ich hab ihn doch. Sauber. Vor allem aber auch gefährlich, weil dieser Stern verdammt nah an dem Aal dran ist. Aber ganz souverän gemeistert. Locke den Aal aus dem Kanu heraus. Wunderbar gemacht. Jetzt kommt, finde die 8 roten Münzen. Das könnten wir machen. Und das werden wir auch machen. Wir werden erstmal die Oberflächenmünzen holen, oder versuchen zu holen. Mal gucken, woran es scheitert. Rede mit mir. Na komm, mach die Gusche auf. Seine artige Bombe. Ganz fein, ganz fein. Da freuen wir uns doch. Vielen Dank, liebe Bombe. So, hier kommen wir wieder ganz schwierig rüber. Mit gezielten Sprüngen. Gerade so geschafft. Die Kiste schadet uns. Weswegen wir diese auch meiden werden. Okay, das Wrack ist nicht ganz eben, wie man sieht. Aber hier sind schon 3 Münzen. Jetzt schwimmen wir mal in die Tiefe. Und gucken, wo die anderen sind. Ich glaube nämlich, dass hier unten auch noch eine drin war. Okay, hier nicht. Ich meine natürlich den anderen Gang. Den länglichen. Wo wir das tolle Kistenrätsel gemacht hatten. Rein theoretisch wäre es auch klug gewesen, die 100 Münzen gleich mitzusammeln. Okay, hier war doch keine Münze. Ich werde einfach mal versuchen, die Münzen mitzusammeln. Wenn jetzt viele fehlen, lasse ich es erstmal sein. Falls ich sie annähernd kriegen sollte, mit annähernd meine ich 80. Vielleicht auch nur 60.
werde ich dem Ganzen eine Chance geben. Bitte mehr als 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe eine Zahl gesagt vorhin, 60. Und wir sind jetzt schon bei 52. Und wir haben gerade mal die Oberfläche angeguckt, ein bisschen, und diese eine Höhle hier. Also ich glaube, das sieht ganz gut aus. Hol doch erstmal den Stern da unten. Nein, ich hole nicht den Stern da unten. Ich hole erstmal meine 100 Münzen. Und anschließend die restlichen roten. Na komm, Mario. Mach keinen Mist. In dieser Muschel werden hoffentlich auch noch welche sein. Eine rote vielleicht. Vielleicht auch eine. Doch, eine rote. So, ein bisschen höher. Da, Richtung Bucht, könnten auch noch welche versteckt sein. Da könnten nicht welche versteckt sein, da sind welche versteckt. Um es aufzuklären. Diese paar hier auch noch. Hier ist auch noch irgendwo ein Cooper-Panzer. Aber den holen wir jetzt erstmal nicht. Weil der bringt uns gar nichts. Damit können wir im Wasser ein bisschen schneller, nennen wir es mal, schwimmen, obwohl es eher zielen ist, oder gleiten. So. Die Bombe hatten wir angesprochen, dass sie uns netterweise die Kanone bereitstellt. Erstmal diese gute rote Münze. Das war super. Mir fällt gerade auf, dieses Level ist ja fast zu Ende und hier sind gar keine Münzen mehr. Ich glaube fast, dass hier nur 100 Münzen sind. Genau 100. Oh, 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 oh. Yep. Ich glaube, uns fehlen noch zwei rote. Dann müssten theoretisch hier noch... Warte, hier ist auch noch eine Muschel. Hat die auch noch Münzen für uns? Noch eine rote. Das war auch schon die letzte rote Münze. Noch 9 Münzen. Irgendwie habe ich im Gefühl, dass es ziemlich eng wird. 4 Stück fehlen noch. Wo könnten denn nochmal Münzen sein? Die hatten wir ja schon alle hier, ne? Verbirgt der Cooper-Panzer vielleicht noch ein paar Münzen? Na komm, fass ihn an. Schwimm mal gegen die Wand, bitte. Nein, hier war gar nichts mehr, okay. Macht aber gar nichts, weil wir können mit der Kanone ja noch weiter nach oben. Und ich hoffe mal, dass da noch 4 Münzen sind. Gut, ich weiß, dass hier keine 4 Münzen sind. Das hier ist ein Stern. Heißt für mich, es muss hier unten noch irgendwas geben. Thank you.
Wir gehen auch noch mal hier gucken. Also 4 Münzen. Hier war aber auch nichts mehr. Kam hier noch... Oh, wunderbar. Kam hier noch Münzen? Nein. Das finde ich nicht gut. Haben wir irgendeine Münze ausgelassen? Eigentlich nicht. Und versteckte Münzen gibt es hier auch nicht mehr. Schnell an die Oberfläche, bevor ich noch verrecke. Die haben wir schon. Aber das kann ja jetzt nicht sein, dass die jetzt irgendwie Münzen irgendwo versteckt haben, die nur in anderen, sagen wir mal, Acts zu finden sind. Da war aber auch nichts mehr. Hier ist gar nichts. Kann man die kaputt machen? Sorry Leute, dass ich jetzt hier so lange rumgammel, aber das sehe ich irgendwie echt nicht ein. Naja, gut. Dann halt keine Münzen für Mario. An diesem Ding kann man sie auch nicht festhalten, das ist ja großartig. Ja, wir dürfen die ganze Scheiße nochmal abtauchen gleich. Wenn ihr gesehen habt, wo Münzen sind, ja? Dürft ihr mir das gerne... Da waren keine drinnen, ne? Da war auch ein Stern.
überlege gerade. Wenn jetzt da Münzen drinne sind. Fliege in einen... Okay, da ist ein Stern drinne. Also am Strudel... Ich glaube, wenn man den sechsten anwählt mit dem Strudel, dann ist noch ein Kreis Münzen mehr da. Ich glaube, da war sowas. Man kann sich unglaublicherweise nur an diesen ersten zwei Stangen festhalten. Warum an der dritten nicht? Ich habe keine Ahnung. Müssen wir ein paar Sterne aufholen. Immerhin haben wir jetzt ganz schön viel Zeit verschwendet an diesem Münzsuchen. Wow, ich habe 30 Sterne gesammelt. Wahnsinn. Ein Viertel. Viermal noch die gleiche Spielzeit, könnte man sagen. Aber es ist leider ein bisschen mehr. Laufe durch den Strudel. Das mit dem Laufen wird nicht funktionieren. Hatten wir diese drei Münzen vorhin? Ja, hatten wir. Den hatten wir auch vorhin. Ich gucke jetzt einfach mal, ob ich einen neuen Münzkreis finde. Es funktioniert nicht. Aber wenn es die gleichen Münzen gibt, dann fehlt doch was. Hinterlassen diese Steine Münzen? Nee. Das war ein übelster Leck gerade. Eins. Zwei, mein Spiel leckt gerade richtig. Drei, ups. Gibt's doch nicht. Alles klar, den guten Stern können wir nicht kriegen im Strudel. Noch nicht. Dafür können wir uns aber die 100 Münzen jetzt holen. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ich glaube, es müssten 102 oder 103 Münzen sein, die es hier auf der Map gibt. Da war es echt sparsam. Die gute Designer Group. Zwei. Vier. Sechs. Sieben. Sieben. 103. 103 Münzen werden es. Wenn ich jetzt nochmal hier umsonst schwimme und nicht 100 Münzen zusammenkriege, dann... Ja, dann ist Polen offen. Wollen wir doch gar nicht haben. Ja, ich werde einfach mal diesen Part ein bisschen länger hauen. So weit wie notwendig ist. Mach auf. Ist ja schon wieder dieser Scheißpanzer. Einen würde ich gerne noch haben. Also einen Stern. Es
gab hier noch irgendwo eine Muschel. Was ist mit der Kamera los? Bisschen wild. Die hatten wir schon, ne? Das ist ja dieser Cooper-Panzer. Hier ist noch... eine Muschel mit einer roten Münze. Incredible. Sieht wieder echt sehr knapp aus. Was ich überlegt gerade, hat man den wirklich vorhin nicht? Es wird schon wieder auf. Das gibt's doch nicht. Also nicht ernsthaft, oder? Dass ich jetzt noch eine Münze weniger habe. Ich habe die rote Münze drüben. Ich habe allen Ernstes eine Münze mehr bekommen. Tatsächlich, ich habe 0 Münzen mehr. Ich habe immer noch 96. Alles klar, ich habe das Rätsel gerade in meinem Kopf gelöst. Wir machen an der nächsten Stelle einfach mal weiter. Bis zum nächsten Mal. Frustrierende Worte von mir. Auf Wiedersehen.